Jeder, der dieses Land aufrüstet, egal mit welcher Waffe, trägt auch dazu bei, dass es weiter stabilisiert wird, noch für eine Weile, dass dort Menschen auch gefoltert werden, getötet werden. In Saudi-Arabien gehören ja die Verletzung von Menschenrechten durch Folter, Hinrichtungen zum Alltag. Ebenso die Beschneidung von Pressefreiheit. Bei den Frauenrechten sieht es noch massiv schlimmer aus. Wie kann Deutschland wirtschaftliche Beziehungen zu so einem Land pflegen? Ich bin ja kein Freund davon, jetzt mit allen, die Menschenrechte verletzen, allen Kontakt abzubrechen. Ich finde dieses Prinzip Wandel durch Annäherung, was es mal in den 60er, 70er Jahren hier gab, im Blick auf die DDR, das hat ja funktioniert. Und deswegen finde ich es eigentlich richtig, auch mit Diktaturen, auch mit Menschenrechtsverletzern Kontakt zu haben. Ob man jetzt gleich einen Wirtschaftsminister hinschicken muss, damit er noch neue Milliardendeals macht, ist was anderes. Aber dass es überhaupt Kontakt, auch wirtschaftliche Beziehungen gibt, finde ich okay. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist ja gerade vor Ort, führt Gespräche zum Export deutscher Produkte, aber ein Stopp für Waffenexporte ist ja nicht in Sicht. Wieso ist das so? Naja, Gabriel hat viel versprochen im Wahlkampf, hat ein paar kleine Schritte versucht jetzt in der Regierungszeit, aber unterm Strich, wenn ich mir heute jetzt im Frühjahr 2015 anschaue, hat sich kaum etwas verändert. Er sagt jetzt, es werden keine Panzer nach Saudi-Arabien geliefert. Das ist ja schön, die sind aber noch nie geliefert worden. Auf der anderen Seite sind im Januar diesen Jahres gleich Rüstungsgüter für über 110 Millionen Euro genehmigt worden von Gabriel. Also einen richtigen Stopp gibt es nicht und da muss man sagen, hat er sich offensichtlich nicht durchsetzen können, der Herr Gabriel. Sind der Bundesregierung also die wirtschaftlichen Beziehungen wichtiger als Menschenrechte? Ja, ich denke, das kann man genau so sagen. Menschenrechte gut und schön, aber wenn es hinterher auf einen harten Euro ankommt, dann guckt man gerne auch mal weg und guckt auch gezielt und angestrengt weg und fädelt lieber noch einen 9-Milliarden-Deal ein, als sich noch ein Stück weiter einzusetzen. Wobei man ja sagen muss, was den Blogger angeht zum Beispiel, hat Gabriel jetzt, glaube ich, einen guten Job gemacht. Das ist in Ordnung, aber es reicht irgendwie nicht, denn auf der anderen Seite eben dort mit einer Wirtschaftsdelegation zu sein, er hat, glaube ich, auch Verträge unterschrieben, das ist ein bisschen doppelzüngig. Was würde denn ein Exportstopp für Deutschland überhaupt bedeuten? Wie groß wäre der Schaden? Wenn es keine Waffenexporte mehr nach Saudi-Arabien gibt oder keine Rüstungsexporte mehr, dann wären das im Jahr im Schnitt ungefähr 1 Milliarde Euro. Für den Exportweltmeister Deutschland ist das relativ leicht zu verkraften. Da reden wir über ein Exportvolumen, das ist weit unter 1% aller deutschen Exporte. Deutschland legitimiert aber den Waffenhandel auch dadurch, dass sie sagen, Saudi-Arabien hat eine wichtige Stellung im Nahen Osten. Was für Konsequenzen hätte dieser Waffenstopp für den Kampf gegen den Islamischen Staat? Das Argument ist völlig albern, jetzt zu sagen, man muss dort Saudi-Arabien aufrüsten, um für Stabilität zu sorgen. Ich erinnere mich an das Land Ägypten, an den Diktator Mubarak. Da hieß es auch immer, den müssen wir aufrüsten, um für Stabilität zu sorgen im Kampf gegen den Terror. Und am Ende hat er die deutschen Gewehre gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Also Diktatur ist nie Stabilität und deswegen ist es gefährlich, was Deutschland da macht. Wie kann denn überhaupt sichergestellt werden, dass diese Waffen für diesen bestimmten Zweck genutzt werden? Gar nicht. Gabriel sagt zum Beispiel, naja, Patrouillenboote, damit kann ich keine Demonstration zusammenschießen. Ist richtig. Aber mit den Patrouillenbooten werden Flüchtlinge, die übers Meer kommen, aufgefangen. Und natürlich landen die genauso in Folterkellern. Also jeder, der dieses Land aufrüstet, egal mit welcher Waffe, trägt auch dazu bei, dass es weiter stabilisiert wird noch für eine Weile, dass dort Menschen auch gefoltert werden, getötet werden. Der Journalist Raif Badawi wurde ja zu 10 Jahren und 1000 Peitschenhieben verurteilt. Wie legitimiert Saudi-Arabien so eine Art von Bestrafung? Ich weiß gar nicht, legitimieren sie das? Ich glaube, die machen es einfach. So Diktatoren haben ja kein Legitimationsproblem. Die ziehen das durch, was sie für richtig halten. Und wer dagegen widerspricht, der wird einfach brutalst niedergeknüppelt oder eingeknastet. Aber die Aufmerksamkeit in den Medien ist ja wahnsinnig groß. Es gibt viele Solidaritätsbekundungen. Könnte das eine neue Dynamik in dem Land hervorrufen? Auf jeden Fall nutzt das was. Ich bin mir ganz sicher, dass jetzt auch diese Proteste von Amnesty, dass die extrem gut sind, dass sie auch wirklich helfen. Und es ist ja nicht umsonst so, dass die nächsten Stockschläge erstmal verschoben worden sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es unter der Hand jetzt möglicherweise eine Lösung gibt, dass der vielleicht in einem Jahr oder so freikommt. Also es nutzt auf jeden Fall was. Ob das aber den Gesamtkurs des Landes ändert, wage ich zu bezweifeln. Denn Diktatoren können sich nur so lange halten, solange sie nur brutal nach unten regieren. Ja, der neue König Salman bleibt ja dem harten innenpolitischen Kurs weiterhin treu. Wer oder was könnte denn das Land verändern? Könnte man da an einen arabischen Frühling denken?
Arabischen Frühling glaube ich nicht so richtig dran in Saudi-Arabien. Da gab es auch null Anzeichen für. Ich glaube, das ist ein langsamer Prozess. Wie in vielen anderen Ländern auch, wo uns die Menschenrechtssituation nicht gefällt, wo uns die Situation der Frauen nicht gefällt, weil die ganz fürchterlich ist. Aber das kann, glaube ich, nur über einen ganz langsamen Prozess funktionieren. Wir wollen uns von außen so viel wie möglich einmischen, aber eben nicht militärisch. Und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass über 10, 20, 30 Jahre sich die Situation tatsächlich verbessert. Können denn wirtschaftliche Sanktionen wirklich zu einer Verbesserung der Lage beihelfen? Nee, Wirtschaftssanktionen, davon halte ich überhaupt nichts, weder bei Saudi-Arabien noch beim Iran. Denn am Ende stärkt das die brutalen Kräfte. Man sieht es im Iran zum Beispiel. Da gibt es die Pasdaran, die Revolutionsgarden. Die machen jetzt die ganzen Schmuggelgeschäfte und werden dadurch eigentlich noch reicher und noch stärker durch die Sanktionen. Und die Leidtragenden sind immer die Breite der Bevölkerung. Und jede Idee, jedes Gerede von Smart Sanctions, dass man nur die Machthaber trifft und nicht die breite Bevölkerung, ist völlig albern, funktioniert nicht. Was ist denn nötig? Ist mehr Druck vom Ausland nötig, um da irgendwas zu ändern? Ja, klare Signale sind nötig. Also zum Beispiel hätte doch jetzt Gabriel hinfahren können und sagen sollen, mit dieser Situation so viele Todesstrafen, Todesurteile schon vollstreckt in diesem Jahr, die Sache mit Raif Badawi, ihr kriegt überhaupt keine Rüstungsgüter mehr, gar keine mehr. So, einfach als klares Signal, ne? Wir können über andere wirtschaftliche Beziehungen immer noch reden, aber es gibt Grenzen. Aber diesen Schritt traut sich keiner.